Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport FIVA 2. Es ist mir eine besondere Freude, euch heute endlich nach sehr, sehr langer Bauzeit die erste vernünftige Trambahnmitfahrt präsentieren zu dürfen, die obligatorische Linienübersicht zur Einordnung. Entlang der roten Linie werden wir heute entlangfahren, durch die ganzen Bauabschnitte, die ich euch in den letzten Folgen präsentiert habe. Zu guter Letzt durch den Bauabschnitt der letzten Folge hindurch. Und wieder zurück zum Hauptbahnhof. Das Ganze erstmal gegen den Uhrzeigersinn und dann werden wir das Ganze nochmal im Uhrzeigersinn veranstalten. Also wir schwingen uns an den Hauptbahnhof und da kommt auch schon ein Zug der gewünschten Linie hier eingefahren. Und dort werden wir auch direkt im Führerstand Platz nehmen. Bisschen älteres Rollmaterial. Gute Sicht hier vorne. Finger weg von der Heizung. Also. Das ist übrigens normal bei Transport hier. Das ist halt eine Art Bug, würde ich mal sagen, dass hier das ganze Innenleben mal kurz ausgeblendet wird, wenn der Kurvenradius sehr, sehr eng ist. Aber ich denke mal, das wird das eigentlich keinen Abbruch tun. So, wir sind an der Oberfläche und müssen erstmal zusehen, dass wir hier aus dem Bahnhofsviertel rauskommen. Rechts der Hauptbahnhof, da fährt gerade eine von den älteren S-Bahnen aus. Und dann drehen wir mal eine schöne Runde hier. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen. Es ist gleichzeitig tatsächlich auch wirklich die allerkürzeste Linie, die es gibt. Also die weiteren Mitfahrten, die werden jetzt natürlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. Man braucht es einfach noch ein bisschen Bastelzeit, aber die anderen Linien werden teils wesentlich länger sein. Und ich denke mal, wir werden dann am Ende auch so ziemlich das ganze Stadtgebiet abdecken mit diesen Trambahn-Mitfahrten. Also da wird noch einiges zum Thema kommen. Das gleiche gilt natürlich für die diversen Buslinien. Okay. Ein Bastelfehler hier an der Stelle, sehe ich gerade. Dann haben wir hier schon die erste Brücke erreicht, die den Fluss überspannt. Und wir fahren so ganz grob Richtung Arena. Man kann sie so ein bisschen erkennen. Rechts dieses etwas höhere Hotelgebäude und ganz leicht links davon ist die Arena. Und da vorne kann man es schon ganz gut erkennen, werden wir gleich die S-Bahn-Brücke unterqueren. Und dann werden wir auch quasi aus der Straße ausgefädelt und kommen hier auf die Trambahn-Terrasse. Erreichen die Haltestelle Enzberger Straße. Das ist die Straße hier rechts im Bild. So, direkt schon weiter Richtung Römerplatz. Und ich denke mal, der Detailgrad ist noch ganz zufriedenstellend. Hier biegen wir rechts ab. Und das dürfte so ungefähr die vorletzte Folge gewesen sein, wo ich euch diesen ganzen Bauabschnitt hier präsentiert habe. Ein bisschen hier so durch die Hinterhöfe durch. Links dieses kleine Denkmal, das Transportwesen-Denkmal. Und hier erreichen wir dann den besagten Römerplatz. Erfreulich kurze Umsteigezeiten hier, Fahrgastwechsel geht sehr schnell über die Bühne. Und dann haben wir auch schon hier links im Bild diesen Kreisverkehr erreicht mit dem kleinen Trambahndenkmal. Und rechts die Johanneskirche. Durch den Kreisverkehr hindurch. Und dann sind wir auch gleich schon im Bauabschnitt der letzten Folge angekommen hier unter den Brücken. Brückenstraße habe ich sie getauft. Die unter den Brücken klingt eigentlich cooler, oder? Das wäre angemessener für diese Trambahnhaltestelle.
So. Und ich muss feststellen, wir sind ja gerade mal 5 Minuten unterwegs. Und das dauert nicht mehr lange, da sind wir schon wieder zurück am Hauptbahnhof. Also erschreckend kurzes Vergnügen für so eine lange Bauzeit. Ich meine, dafür ist es alles schön detailreich geworden. Man kriegt ein bisschen was zu sehen hier, aber es ist schon, es ist echt ein kurzer Spaß. Aber wir fahren das Ganze natürlich auch nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Also andersrum. In die andere Richtung. So, dann geht es so ein bisschen bergab. Damit wir auch direkt auf Höhe der nächsten Brücken kommen. Und dann sind wir hier am Hochufer angekommen. Finde ich tatsächlich ganz schnuckelig geworden hier mit dem Aussichtsbereich rechts im Bild. Links ein bisschen Gastronomie, ein bisschen Dekokram. Alles dezent eingemauert hier, die ganze Geschichte. Und weiter geht's. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ich glaube, zwischen hier und dem Hauptbahnhof wäre vielleicht noch eine weitere Haltestelle angemessen. Vielleicht so auf der Brücke, wenn es geht sogar. Ich weiß gar nicht, kann man... Ich glaube schon, dass man Haltestellen auch auf Brücken platzieren kann, oder? Ich glaube, das geht. Weil das ist schon eine relativ lange Strecke jetzt hier. Da wäre auf jeden Fall eine weitere Station, glaube ich, nochmal ganz gut. Geradeaus wird es natürlich dann auch noch weitergehen. Also das ist auch geplant, dass diese Trambahnstrecke dann eine ganze Weile einfach schön so den Hochuferbereich entlang fährt. Aber da fehlt halt noch einiges, deswegen habe ich die Linie jetzt erstmal hier entlang gebogen. Die kurze Variante direkt wieder zum Hauptbahnhof zurück. Ja, und ich glaube tatsächlich, hier so in dem Bereich ungefähr wäre eine weitere Station nochmal eine ganz gute Idee gewesen. Die Kreuzung ist verkehrstechnisch so ein bisschen problematisch. Da kommt es immer mal wieder zu kleinen Stauungen. Aber auch alles nicht weiter dramatisch. Nett anzusehen, auf jeden Fall, der ganze Straßenverkehr. So, und dann geht es wieder etwas nach oben. Und dann sind wir wieder auf Höhe des Hauptbahnhofes angelangt. Und dann sind wir auch schon durch. Mit der ersten Runde zumindest. Wir verschwinden wieder in der Untergrundstation. Also ich bin nach wie vor echt begeistert von dieser kombinierten Tramstation, die einfach auf mehreren Ebenen gebaut ist. Wenn die so insgesamt vielleicht ein bisschen größer wäre, etwas größer, Kurvenradien, einfach ein bisschen mehr Platz hier. Aber ansonsten ist die wirklich tipptopp. Texturen super. Alles schön ausdekoriert. Also ich habe ja hier unten nichts selber aufgestellt. Ne? Die ganzen Sitzgelegenheiten, Ticketautomaten und so weiter. Das ist ja alles schon an der Trambahnhaltestelle mit enthalten. Ich finde die richtig cool. Na schön, dann lassen wir den schmuckligen Kollegen hier mal weiter seine Runden drehen und wir wechseln mal eine Ebene höher. Und steigen hier nochmal ein. Das ist im Wesentlichen, oder es ist exakt die gleiche Linie, nur eben in umgekehrter Richtung. Mit dem Platz hier vorne im Führerstand, sagt man eigentlich Führerstand bei der Trambahn? Ich habe keine Ahnung. Und wir schwingen uns wieder in den Straßenverkehr. Hier links drüben der Hauptbahnhof. Ein Railjet! Oh, den hatte ich. Ja, ich weiß, ich habe ihn vergessen. Er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, die alte Tradition. Aber da drüben steht er zumindest. Ich hoffe, man kann es erkennen. Der Sondervariante. Dann hat man ihn zumindest mal wieder gesehen. Schade, dass man die Ampelphase nicht beeinflussen kann. Ne? Das wäre natürlich viel schade. Da ist man einfach dem Spiel ausgeliefert, wenn man eine Ampel setzt. Bisschen schade. Also, weil die ist schon extrem kurz. Und hier eine längere Ampelphase zu haben, wird schon mehr Sinn machen als umgekehrt. Aber okay, es geht weiter. Die Wartezeiten sind ja
einigermaßen erträglich. Abermals raus aus dem Bahnhofsviertel. Und erstmal wieder ein Stückchen runter Richtung Ufer. Und hier auch schön zu sehen, so diese Betonwand, die besteht ja auch aus etlichen kleinen Elementen, um das einfach vernünftig darstellen zu können. Das ist auch genau der Grund, warum die Stadtentwicklung einfach in dieser Staffel so dermaßen lange dauert. Wenn das alles einigermaßen in der Ebene stattfinden würde, wäre die Stadt wahrscheinlich schon fertig. Oder vielleicht doppelt so groß, ich weiß es nicht. Wenn ich mich an Königsburg zurückerinnere, und die war ja auch wirklich detailliert, und das ging so viel schneller. Und hier baue ich jetzt noch schon ganz schön damit an. Aber ein gut Ding will Weile haben. Ich sehe gerade die Trambahnen fahren durcheinander durch. Ja, das ist halt das Problem, was ich hier habe. Die Ampel ist halt wirklich in einer ungünstigen Position. Ich muss mal versuchen, vielleicht funktioniert, also wenn der Verkehr immer noch einigermaßen fließt, wenn ich die Ampel hier wegnehme, ich glaube, dann wird es besser funktionieren. Und dass sich die Trambahnen hier kreuzen, ist natürlich auch alles andere als optimal. Ja, ja, kleine Details. Okay, wir queren erstmal wieder den Fluss. Hier auch schön zu sehen aus der Perspektive, so die Höhenunterschiede. Da kommt das richtig gut zur Geltung. Dann biegen wir wieder links ab. Und fahren hier wieder das Hochufer entlang. Gewinnen leicht an Höhe. Die Haltestelle am Hochufer. Hier habe ich übrigens auch Andreaskreuze aufgestellt. Ist auch in einem dieser Pakete von Joe Freed enthalten. Verschiedene Andreaskreuze. Und ich finde, da kann man so einen Trambahnübergang auch noch ganz nett mit dekorieren. So, weiter geht's. Wieder ein Stückchen nach oben. Das, was man nicht alles veranstalten kann mit diesem Spiel. Ne? Ich bin immer nach wie vor noch total begeistert davon. Man kann sich auch einfach mal eine ganze Weile vom Kernthema Eisenbahn abwenden. Trambahngeschichte ist schon auch wirklich immer wieder ein schönes Thema. So, unter den Brücken angekommen. Nächster Halt, Römerplatz. Hier in dem Bereich irgendwo wäre natürlich eine weitere Haltestelle auch nochmal angemessen gewesen, aber dann hätte ich wirklich sehr viele Haltestellen auf engstem Raum. Also ich denke mal, das ist schon okay, dass das hier nicht direkt an diesem Kreisel ist, sondern einfach ein paar Meter weiter da vorne. So, der Römerplatz. Schicke Haltestelle. Auch dieser Übergang, finde ich, war eine ganz nette Idee hier. Sollte ich öfter einbauen. Und dann erreichen wir gleich die Innsberger Straße. Hier auch wieder so ein kleines Gleisdreieck. Parkhaus vorbei. Und auch in diese Richtung ist die ganze Gaudi doch erschreckend kurz, muss man sagen. Ah, sehr schön. Gutes Timing. Oben flitzt gerade die 420er drüber. Unterwegs Richtung Westbahnhof.
auf die Straße, in die Straße eingefädelt. Und oben fahren die S-Bahn drüber. Okay, Endspurt. Wieder zurück über die Brücke ins Bahnhofsviertel hinein. Bergkulisse im Hintergrund. Ja, das passt schon. Also ich bin wirklich zufrieden mit dem Baufortschritt hier in Innsbruck, wie sich das so entwickelt hat im Laufe der Zeit. Kann ich jetzt selbst nicht übermäßig viel dran aufsetzen. Wobei ich allerdings auch sagen muss, also dass es so einen Umfang annimmt, das war eigentlich ursprünglich nicht so geplant. Vorgenommen hatte ich mir, glaube ich, irgendwann mal maximal 2 Trambahnlinien, keine S-Bahn. Und jetzt habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Trambahnlinien das gerade sind, die noch in Arbeit sind. Mindestens 4, eher 5 oder 6. Und eine S-Bahn kam ja auch noch dazu. Aber was willst du machen? Irgendwie, also ein bisschen Großstadt muss immer mit dabei sein auf einer Karte, finde ich. Zumindest auf einer Freestyle-Karte. Das muss schon sein. Bringt auch einfach insgesamt nochmal deutlich mehr Abwechslung in die Themen, als wenn man eine ganze Staffel wirklich nur rund um die Eisenbahn gestaltet. Na schön, also ihr seht schon selbst, wir sind wieder angekommen. Erschreckend kurzes Vergnügen, aber ich denke mal, die Bilder waren jetzt nicht so schlecht. Mir hat Spaß gemacht, das Ding zu filmen. Schöne Perspektiven. Und ich habe es schon gesagt, das war erstmal nur die kürzeste Variante. Und sobald ich da wieder ein Stückchen weiter fortgeschritten bin, werden wir da auch noch deutlich längere Mitfahrten machen und das Ganze natürlich dann auch noch mit dem Bussystem mal kombinieren und so weiter. Also da eröffnen sich ja noch diverse Möglichkeiten in der Zukunft. Also, dann sind wir durch. Ich verabschiede mich hier aus Innsbruck mit etwas größeren Ausblicken. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.